Eine Fahranfängerin und ihre drei Mitfahrer sowie ein Hund haben bei einem Verkehrsunfall am ersten Weihnachtsfeiertag Verletzungen davongetragen. Die 18 Jahre alte Korbacherin am Steuer verlor auf der regennassen Bundesstraße 253 bei Hatzfeld-Eifa die Kontrolle über diesen Opel Vectra. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Leitplanke und dann frontal gegen einen Baum. Die Insassen galten als eingeklemmt, daher rückten neben den Rettungskräften auch die Feuerwehren aus Eifa, Leisa und Battenberg aus. Die Brandschützer mussten lediglich den Hund befreien. Das Tier brachten die Helfer anschließend zu einem Veterinär. Die junge Fahrerin, die 57 Jahre alte Autobesitzerin auf dem Beifahrersitz sowie ein junges Pärchen auf der Rückbank kamen ins Krankenhaus. Am Wagen entstand Totalschaden. Polizeiangaben zufolge hatte nicht angepasstes Tempo zu dem Unfall geführt.